Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Triops Gigant. Heute in diesem Video geht es darum, woher ich eigentlich meine Ansätze habe für die Aufsuchten. Und bevor es jetzt losgeht, ich sehe, dass der Großteil der Zuschauer Nutzer ohne Abo sind. Wenn du natürlich sehr interessiert bist an Triops, dann bitte ich dich jetzt, mir gerne kostenlos ein Abo dazulassen. Ansonsten bedanke ich mich bei all meinen Abonnenten und wünsche nun viel Spaß mit dem Video. Weitere Informationen findest du auf triopsgigant.de. Meine Ansätze für die Aufsuchten habe ich grundsätzlich eigentlich aus meinen eigenen Zuchten. Angefangen hat es ja unter anderem selbst damit, dass ich irgendwo mal bei einem Shop damals im Internet natürlich auch einen Ansatz bestellt habe. Unter anderem habe ich auch Ansätze getauscht mit anderen Leuten, also deren Art gegen meine Art getauscht. Somit habe ich dann auch mal wieder noch eine Art erhalten. Oder ich habe Proben zugesendet bekommen von Leuten oder halt aus dem Triops Basisset von Galileo. Da habe ich meine Eier her. Meistens ist es jetzt aber heutzutage so, dass ich die Eier nicht mehr kaufe in Shops oder auch mir nicht mehr die Aufsuchtsets hole, sondern dass ich eigentlich nur noch hauptsächlich die Eier benutze, die ich jetzt schon vorhanden habe aus den vorherigen Aufsuchten. Wenn mir jetzt eine Art verloren geht, das bedeutet, es ist jetzt gar nicht mehr zum Schlupf gekommen, das schließe ich eigentlich mal aus, weil ich das als eher unmöglich sehe, da ja ein Großteil der Eier ja nicht mal schlüpft, wenn man ansetzt, sondern immer nur ein gewisser Teil. Das hat die Natur halt so eingerichtet bei den Triops, weil stellt euch mal vor, ihr habt jetzt so eine Pfütze und da liegen 10.000 Eier drin, ja, aus den vorherigen, nicht Aufzucht, aber in der Natur, sie haben gelebt, die haben die Eier gelegt und dann kam halt die Trockenphase wieder, dann kam der Winter und jetzt kommt halt mal Regen und dann stehen sie halt wieder zum Leben auf. Stellt euch jetzt vor, alle 10.000 Eier, daraus schlüpfen Triops. Und jetzt wird es nach 2 Tagen sofort wieder trocken. Ja, dann ist auf jeden Fall der ganze Stamm Triops hin. Dementsprechend hat die Natur das so eingerichtet bei den Triops, dass halt nur ein kleiner gewisser Teil der Eier schlüpft und somit der Bestand für die nächsten feuchte Phasen, praktisch also für die nächsten Regenphasen, sind die Triops dann wieder vorhanden. Also falls es zum sofortigen Stillstand kommt und es wieder austrocknet, geht nicht der ganze Stamm drauf. Das ist das Gute bei dem Triops. Dementsprechend schließe ich es grundsätzlich aus, dass mir eine Art verloren geht, nachdem ich ja nun haufenweise Sand von der Art noch habe. Und ich würde sagen, dementsprechend sehen wir auch die weitere folgenden Arten, die ich jetzt alle noch habe und auch züchten werde, die werden wir in den nächsten Videoreihen sehen. Jetzt momentan ist es leider so, dass die letzte Zucht nun doch nichts geworden ist. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit den schwankenden Temperaturen zu tun, die momentan so ein bisschen herrschen, weil es jetzt draußen wieder ein bisschen wärmer wird. Und ich das halt mit der Heizung noch ein bisschen versucht habe zu regeln. Muss ich jetzt schauen, wie ich das mache, aber ich denke, wir werden jetzt in den nächsten Wochen wieder Triops sehen. Also somit bin ich jetzt erstmal durch und ich würde sagen, wenn es dir Video gefallen hat, dann lass ein Däumchen da. Falls du neu bist auf dem Kanal, dann kannst du mich jetzt gerne abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao und das war's.